Frohes neues Jahr, zumindest hier im FM, denn wir sind im Januar 2024 und das bedeutet Transferphase. Let's go. Ja, und zu Beginn haben wir direkt mal eine relativ schlechte Nachricht, denn ich habe es in der letzten Folge, oder war es in der vorletzten? In einer der letzten Folgen habe ich es angedeutet, dass ich gerne mit Mats Hummels verlängern möchte und hier seht ihr es, er wird den Verein leider verlassen. Ich habe ihm den Vertrag angeboten, sobald ich konnte, sogar relativ gut bezahlt, meine ich, aber hat er abgelehnt, er wollte lieber zu Arsenal gehen, auch die haben ihm einen Vertrag angeboten, ich glaube Inter Mailand, Newcastle und irgendwer noch, also der Mann war heiß begehrt. Hat sich dann nochmal dazu entschieden, ins Ausland zu wechseln. Hat ja noch nie im Ausland gespielt, bisher nur für Bayern und für Dortmund. Deswegen sei ihm das mal gegönnt. Das heißt aber auch, dass wir uns spätestens für die nächste Saison einen Innenverteidiger suchen müssen, der eben den Platz von Mats Hummels einnimmt. Und das sind natürlich relativ große Fußstapfen, die ein neuer Spieler dazu füllen hätte. Wer außerdem geht, ist Thomas Meunier. Der geht dann für 675.000, vielleicht für 1,3 Millionen, schauen wir mal, mit Boni. Da habe ich ja einen Spielervermittler angestellt, der sich darum kümmern sollte, ihn zu verkaufen. Das hat funktioniert. Marius Wolf hingegen geht ebenfalls leider ablösefrei. Ich wollte ja ganz gerne mit ihm verlängern, weil wir auf den Flügelverteidigerpositionen eh nicht so gut besetzt sind und wenn ich nicht verlängert hätte, dann hätte ich ihn gerne schon für Geld verkauft. Ich glaube, in der letzten Folge waren 16,5 Millionen Euro im Gespräch. Die Bayern bekommen jetzt aber zum 1.7.24 komplett for free. Das heißt, uns fehlt ein Innenverteidiger zur nächsten Saison spätestens dann, oder was heißt spätestens, zur nächsten Saison fehlt uns ein Innenverteidiger und ein Flügelverteidiger. Also wir müssen uns auf diesen beiden Positionen unbedingt verstärken. Das Problem ist jetzt nur im Winter. Wir sind hier am 25. Januar 24. Das Problem ist nur, dass wir kein Geld haben. Guck mal hier, 625.000 Euro sind im Tank und 3 Millionen Euro im Gehaltsbudget. Also wir können uns eigentlich gar keinen leisten. Ich habe euch ja gefragt, welche Spieler ihr mir empfehlen könnt aus eurem Erfahrungsschatz im Football Manager. Und da habt ihr mir wirklich ganz, ganz, ganz viel gegeben. Ich habe mir das alles durchgelesen und habe auch einige dieser Spieler hier auf meine Auswahlliste gestellt. Die meisten sind leider eben jetzt noch zu teuer, aber spätestens dann zur Sommertransferperiode vor der Saison 24-25 werde ich mir diese Liste wieder angucken mit euren Vorschlägen und ein paar Spieler, die ich jetzt noch so gefunden habe und dann werden wir schauen, wen wir da holen. Ich finde zum Beispiel hier Gonzalo Inacio finde ich sehr interessant, 22 Jahre jung, relativ groß, kräftig, ein sehr, sehr starker Innenverteidiger mit einem Haufen Potenzial, jetzt schon Nationalspieler für Portugal, das wäre ziemlich cool. Arthur Theat wurde mir von euch vorgeschlagen, dann haben wir noch Mannswerk von Ajax, der wahrscheinlich ein bisschen zu teuer ist, aber auch auf der 6 wäre es nicht so schlecht, wenn wir da noch jemanden holen würden. Mannswerk wäre ein sehr talentierter Spieler. Rodrigo Salazar, das würde allen Schalke-Fans ein bisschen wehtun und dann hat jemand gesagt, gäbe es in den unteren englischen Ligen nicht jemanden wie Bellingham, habe ich mir gedacht, ja, gibt's zum Beispiel Bellingham. Und zwar nicht Jude Bellingham, sondern sein kleiner Bruder, der quasi genauso aussieht wie Jude, finde ich zumindest. Die beiden sehen sich verdammt ähnlich. Job Bellingham, der tatsächlich ebenfalls vielleicht oder hoffentlich ein bisschen Talent hat, 18 Jahre jung ist, der bei Sunderland spielt. Der ist dahin gewechselt von Birmingham. Das ist ja auch der Club, von dem Jude Bellingham damals zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Job Bellingham jetzt zu Sunderland spielt er eine relativ unterdurchschnittliche Saison, würde ich mal sagen. Aber eben auch ein ziemlich interessanter Spieler. Der würde uns wahrscheinlich jetzt nicht direkt helfen. Aber es wäre einfach cool, den zu holen, weil wir dann den zweiten Bellingham gehabt hätten. Ist vielleicht nicht der kreativste Transfer, wenn du einen Bellingham ersetzen musst, dann was machst du? Klar, holst du den nächsten Bellingham. Aber ich fände es irgendwie cool, so vom Vibe irgendwie, dass wir einfach noch einen Bellingham hätten. Weiß nicht. Könnt ihr mir sagen, was ihr davon halten würdet? Den würde ich ganz gerne holen. Ist leider jetzt auch noch ein bisschen zu teuer. Dann spätestens nächstes Jahr würde ich Bellingham wahrscheinlich verpflichten wollen. Aber wie gesagt, wir haben im Moment leider absolut nicht das Geld, um uns neue Spieler zu holen. Sowas hier wäre vielleicht eine Idee, ne? Ein Bichi Abu, der wurde mir ebenfalls von euch vorgeschlagen und den hatte ich auch so auf dem Schirm. Das ist ein junges Talent. Das spielt bei RB Leipzig. Das glaube ich, vor dieser Saison für 15 Millionen Euro von PSG gekommen. Leipzig kann mit dem nichts anfangen und würde ihn tatsächlich für 7,8 bis 9,4 verkaufen. Und das wäre eigentlich ein ganz guter Hummels-Nachfolger, weil der Junge ist ganz gut mit dem Ball, passen kann er, Übersicht ist okay. Und der ist halt eben noch 18 Jahre jung. Der hat Potenzial, leider ist es hier ein bisschen abgeschnitten, weil ich die Zoom-Stufe so hochgestellt habe. Der hat noch Potenzial. Der könnte sich sicherlich noch ein ganzes Stück weiterentwickeln. Das heißt, ein Modell, das ich mir vorstellen könnte, wäre bei ihm zumindest, oder zum Beispiel, ihn jetzt erstmal auszuleihen. Als Stammspieler schauen wir mal. Und dann eventuell mit einer Kaufoption über 7, 8 Millionen. Ich guck mal, ob die das da, Kaufoption zum Beispiel. 7,75 Millionen Euro Kaufoption fände ich völlig in Ordnung. Ich könnte sagen, ich möchte ihn als Rotationsspieler einsetzen. Das würde auch eher zutreffen. Leihgebühr ist im Grunde okay. Ich frage einfach mal nach, wie das aussieht bei RB Leipzig. Okay, die würden ihn ganz gerne für 10 Millionen verkaufen und dann als Stammspieler. Ich verhandle einfach mal ein bisschen. Ich frage mal nach 8,25. Die wollen ihre 10 Millionen haben. Na gut, dann gehen wir mal darauf ein, sagen 10 Millionen Euro für El Shadail Bichiabu.
Abu El Shadel, weiß ich nicht. Aber jedenfalls finde ich ihn ziemlich spannend. Ich würde mal ein Angebot abschicken. Mal gucken, ob wir es dann auch tatsächlich annehmen. Und für die Offensive hätte ich auch ganz gerne noch jemanden, weil rechts außen diese Position hier, der erste oder die erste Option dort ist Marco Reus, mit dem ich übrigens auch verlängert habe bis 2025. Wir haben auch da einiges an Geld eingespart. Ich glaube, vorher hat er irgendwie 5,5 verdient. Jetzt finde ich dann noch 3,2. Aber Marco Reus, es ist abzusehen, dass er ja nicht mehr so lange auf dem Fußballplatz unterwegs sein wird. Vor allem die Physis wird ihn immer weiter im Stich lassen. Er ist ziemlich verletzungsanfällig. Das heißt, es würde Sinn machen, da perspektivisch nachzubessern. Und in der ersten Folge habe ich mir ihn nicht angeguckt. Facundo Kruspski, den wir noch umbenennen müssen in Krupski. Das ist jemanden, den wir noch aus unserer Almirante Brown-Serie kennen. Der würde eigentlich ziemlich gut darauf passen. Ich brauche rechts außen eigentlich jemanden, der auch ein kreativer Mann ist, der nicht unbedingt so schnell ist oder nicht unbedingt so schnell sein muss wie zum Beispiel Karim Adeyemi. Und ich finde ihn da eigentlich ziemlich gut. Der hat eine Wahnsinnstechnik. Nervenstärke können noch ein bisschen zulegen. Aber der ist noch 21 Jahre und hat einen Haufen Potenzial. Gutes Dribbling, auch einen guten Abschluss. Das heißt, wenn der da vorne vorm Tor steht, dann kriegt das nicht unbedingt mit der Angst zu tun. Wobei doch mit Angst kriegt das zu tun, wegen Nervenstärke 10. Aber der hat es technisch zumindest drauf. Und ich finde ihn außerdem ganz cool, weil wir ihn eben schon kennen, weil ich weiß, was er kann und weil ihr auch wisst, was er kann. Zieht vom linken Flügel nach innen. Wir können ihn eben auch links außen aufstellen. Wir können auf der 10 aufstellen, wir können auf der 8 aufstellen und sogar im Sturm. Ja, das heißt, er wäre ein sehr, sehr, sehr variabler Spieler und ich fände es, glaube ich, spannend, ihn zu holen. Hat eine Kaufoption von 9,5 Millionen. Ich werde das einfach mal ausprobieren und ihm mein Angebot unterbreiten. Außerdem spannend fand ich, und den habe ich auch von euch vorgeschlagen bekommen, fand ich ihn hier, Nicolas de la Cruz. Der ist ja wohl auch in der Realität beim BVB im Gespräch und der hat auch eben eigentlich genau das, was ich eben bei Krupski gesagt habe. Ziemlich kreativer Spieler. Der ist halt schon ein bisschen älter, der ist auch schon ein bisschen weiter, ein bisschen besser, hat aber eben dafür nicht so ganz das Potenzial, was Facundo von gerade eben hatte. Ich glaube, es wäre aber auch nicht schlecht, wenn wir uns auf zwei dieser Positionen verstärken würden. Ich weiß aber nicht, ob ich zwei Spieler holen möchte, die eine ähnliche Position spielen. Wir sind da ja auch gar nicht so schlecht besetzt. Julian Brandt, den haben wir ja auch noch. Kann er Stürmer spielen? Kann er nicht. Ja, Julian Brandt haben wir auch noch. Es gab übrigens Interesse für Julian Brandt. Der hat ein Angebot bekommen von Newcastle. Ich glaube, über 50 Millionen oder sowas. Habe ich abgelehnt. Er war unzufrieden, sagte, er möchte da gerne hinwechseln. Ich habe gesagt, okay, für 111 Millionen oder sowas. Wenn Newcastle nochmal kommt, 111 Millionen anbietet, dann kann er gerne gehen. War denen aber wohl zu viel, gab kein neues Angebot für Julian Brandt. Das heißt, der Junge wird wohl erstmal nochmal bleiben. Aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass über die nächsten Jahre uns da vorne vielleicht der eine oder andere Spieler verlassen wird. Und deshalb, ich mache auch einfach mal für Nicolas ein Angebot. 4,4 Millionen finde ich eigentlich eine ganz charmante Lösung, weil er auch ziemlich günstig ist eben. Ja, zwei Deals sind tatsächlich schon durch. Das sind Spieler, die ablösefrei zu uns wechseln werden, deren Verträge auslaufen. Ich habe mich ein bisschen durch die Spieler durchgeklickt, denen Verträge auslaufen. Habe da zum einen ein Talent gefunden aus Amsterdam, von Ajax Amsterdam. Gabriel Misehui, interessanter Name, spreche ich wahrscheinlich falsch aus, aber der hat eben 5,5 Sterne Potenzial, gute Fähigkeit jetzt schon. Ich denke, den werden wir erstmal bei uns in der U18 parken oder den werden wir ausleihen, schauen wir mal. Aber den fand ich als ablösefreien Transfer ziemlich cool. Und dann habe ich noch Hugo González geholt, weil da hat, irgendwer hat kommentiert, warte mal, wer war es? Da, The Paid oder The Pate 0806 hat kommentiert, Hugo González und Ajax Walle, vertrau mir bitte. Wenn jemand so eindringlich sagt, dass man ihm vertrauen soll, dann ist klar, dann muss man ihm vertrauen. Deswegen habe ich ihn nicht einfach mal geholt. Wird nicht so wirklich viel verdienen, deswegen ist es kein hohes Risiko. 20 Jahre alt. Fähigkeit ist noch nicht so krass. Also ich habe jetzt nicht so das riesige Vertrauen in ihn, aber wenn der Pate sagt, man soll ihm vertrauen, dann machen wir es einfach mal. Holen den Jungen hier ran, lassen ihn ein bisschen zweite Mannschaft spielen. Mal sehen, vielleicht entwickelt er sich ja auch ein bisschen, was ganz cool wäre. Hugo González von der zweiten Mannschaft von Valencia. Wir zahlen kein Geld, also haben wir auch da kein Risiko. Kommen wir mal zum Sportlichen, denn da gab es die erste Niederlage seit einiger Zeit in der Bundesliga. Und zwar haben wir gegen Köln verloren. 3:2, es war ein ziemlich wildes Spiel. Ich habe die gleiche Taktik gespielt wie immer eigentlich. Und die Kölner haben da irgendwie ein Rezept gehabt, mit dem sie uns ja da übertölpeln konnten, sag ich mal. Vor allem über die Flügel ging bei denen sehr viel, über Paccarada vor allem. Da sind wir nicht so ganz mit klargekommen, haben dann zwar noch zwei Tore geschossen, gegen Ende wurde es dann nochmal ziemlich eng. In den letzten 10 Minuten hätten wir den Ausgleich eigentlich noch machen müssen, aber es hat nicht gereicht. Köln hat dieses Spiel dann verdient gewonnen. Vorher haben wir Darmstadt geschlagen, was ein ziemlich knappes Spiel war. Auch das hat mir nicht so gut gefallen. Leverkusen geschlagen, die haben wir komplett an die Wand gespielt. Mainz 2:2, zu wenig. Augsburg 2:1 geschlagen und ich glaube, das Spiel, das haben wir noch gemeinsam gemacht in der letzten Folge. Ja, und heute möchte ich mit euch gerne zusammen das Spiel gegen Bochum machen. Das erste Spiel gegen Bochum, das haben wir ja, ihr werdet euch erinnern, verloren. Hier ist es. Der BVB tut sich ja traditionell gegen Bochum etwas schwer. Wir werden mal gucken, ob wir das hier in diesem Safe ein bisschen besser hinkriegen. Und dann haben wir Hoffenheim und wir haben, das war ja auch noch so ein kleiner Cliffhanger aus der letzten Folge, ein Champions League Achtelfinale zugelost bekommen. Logischerweise sind wir weitergekommen und zwar gegen Porto. Porto auswärts im ersten Spiel und dann im zweiten Spiel zu Hause. Genauso will man es haben. Das ist ein ziemlich gutes Los. Also wir hätten es um einiges schwieriger haben können. Deswegen bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Ist schlagbar. Mal gucken, ob wir es dann noch erstmal hinkriegen. Ja, Fahrplan für heute, wie gesagt, erst Bochum, dann Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Hoffenheim. Denn auch den Wettbewerb wollen wir natürlich ganz gerne gewinnen. Genauso wie
wie die Bundesliga, in der wir aktuell Zweiter sind, weil wir gegen Köln verloren haben, sind die Bayern dann wieder an uns vorbeigezogen, sind 2 Punkte vor uns. Gegen wen spielen die jetzt am Wochenende? Bayern spielt bei Augsburg, das werden sie ja wahrscheinlich gewinnen. Ja, wobei in Augsburg, weiß man nicht. Vielleicht gibt es da manchmal wieder ein kleines Problemchen für die Bayern. Aber jetzt haben wir hier erstmal ein paar Vertragsverhandlungen mit den Jungs, denen wir Verträge angeboten haben. Hier Krupschi zum Beispiel, 9,5 Millionen Euro. Er würde auch sehr gerne zu uns wechseln. Talent vor Durchbruch, das ist super entspannt. Das heißt, er erwartet keine Einsatzzeiten. Mal gucken, was er verdienen möchte. 3,6 Millionen, auch das ist okay. Ich glaube, ich möchte ganz, also 3,6 finde ich erstmal in Ordnung. Ich möchte nur diese Klauseln rausnehmen. Gucken, was er dazu sagt. Vielversprechendes Einstiegsangebot, sagt der Berater. 3,84 ist okay. Also Krupschi könnten wir für diesen Preis bekommen. Wir müssen nochmal mit dem Vorstand reden, wie das mit dem Transferbudget ist. Es gab ja dieses eine Feature, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe ja mal ein Feature-Video gemacht und da hieß es in diesem Feature-Blog auch, dass man das Transferbudget jetzt irgendwie ins Minus bekommen kann. Habe ich bisher ehrlich gesagt noch nicht so ganz hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie Erfahrungen habt, aber meine Erfahrung ist weiterhin, dass wenn ich jetzt diesen Transfer abschließen wollen würde, dass der Vorstand oder dass gesagt werden würde, dass das Budget überzogen wäre und dieser Transfer nicht abgewickelt werden kann und ob ich ihn verschieben möchte, wie es eigentlich immer so läuft. Keine Ahnung, ob ich da was falsch mache oder so. Al-Wada hat angefragt, ob eine Rückleihe des Spielers bis zum Saisonende möglich wäre. Nee, eigentlich nicht so gerne. Ich möchte, also wenn ich ihn haben will, dann will ich ihn sofort haben. Wir haben auch gute Trainingseinrichtungen, der Junge muss spielen. Und wenn ich ihn verleihe, dann nicht in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ehen will da wechseln, ne? Also ich frage, ist es in der Realität so passiert? Ja, der ist tatsächlich in der Realität in die Emirate gegangen. Talentierter junger Spieler geht in die Emirate. Verdient da wahrscheinlich 1,6 Millionen, ist auch nicht so krass. Denkt er, das ist nicht unbedingt die beste Entscheidung. Aber ich bin nicht der Karriereberater von Krupschi. Ich möchte ihn einfach zum BVB holen. Außerdem möchte ich Nicolas de la Cruz holen. Rotationsspieler, okay, das ist gut. Hat schon Länderspielerfahrung und gute Stats in der Liga, in der er spielt. Achso, ja klar, bei River Plate. Auch das ist natürlich relativ positiv. Zweiter in Expected Assists, erster in erwartete Vorlagen. Ist genau das gleiche, oder nicht? Achso, das ist letzte Saison. Okay. Also sehr, sehr, sehr gute Stats, die er da hat. Leider auch ein bisschen verletzungsanfällig. Rotationsspieler finde ich okay. Was will er haben? Auch so um die 3 Millionen Euro. Gucken wir mal. Ich versuche mal 2,8. Versuch's nochmal. Komm, 2,91 nimmt er an, oder? Nimmt er nicht an. Er möchte gerne 3,3. 3,17 müsste passen. Und das passt. 3-Jahres-Vertrag für Nicolas de la Cruz. Auch das wäre in Ordnung. Frage ist nur, ob wir tatsächlich beide holen wollen. Einige Spieler aus der Jugend werden uns verlassen, weil ich denen keine neuen Verträge angeboten habe. Das ist aber auch so in Ordnung. Also alle Spieler, hier guck mal. Es sind wirklich einige Jungs, die uns hier ablösefrei verlassen werden. Habe ich aber jetzt alles erstmal so eingeschätzt, dass sie nicht unbedingt das Potenzial haben, um uns dann weiterhelfen zu können. Insofern ist es okay. Okay, also es gibt weiterhin keinen Verein, der sich für Julian Brandt interessiert. Ich habe Julian Brandt tatsächlich jetzt nochmal auf den Markt angeboten für diese 100 Millionen oder 111 Millionen Euro. Chelsea und Atletico sind wohl lose interessiert, aber haben wohl noch nicht unbedingt die finanziellen Ressourcen, um den Deal einzutüten. Wobei Chelsea, Todd Bowley müsste eigentlich die Kohle haben. Mal gucken, ob da noch was kommt. Was ich ziemlich spannend finde, ist, dass Filippo Mané sich hier richtig, richtig, richtig reinhängt. Jede Woche ist er der beste Junge auf dem Trainingsplatz. Also der Junge möchte, der möchte unbedingt spielen. Und ich bin am überlegen, ob ich ihm das vielleicht sogar ermögliche, ob ich ihn vielleicht einfach mal gegen Bochum von Beginn an reinwerfe. Ich finde eigentlich, dass gute Trainingsleistungen belohnt werden müssen. Und warum denn eigentlich nicht? Wir haben ihn ja schon einmal spielen lassen und das war auch ganz okay. Wisst ihr was? Ich lasse ihn im Pokal gegen Hoffenheim spielen. Jetzt hier in der Liga vertraue ich einfach mal meiner Defensive. Wahrscheinlich aus Hummels und Schlotterbeck oder Hummels und Süle. Und dann machen wir es im Pokal mit Mané. Außerdem sehr, sehr, sehr gut entwickelt sich auch Kjell Wädchen. Also für die Sechserposition weiß ich gar nicht mal unbedingt, ob wir uns da verstärken müssen oder ob wir da nächste Saison vielleicht mit ihm hier gehen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass er Antizipation und Entscheidung, dass er da leichte Probleme hat, aber das ist vielleicht auch etwas, ich meine, der ist 17 Jahre jung, dafür ist er wirklich ziemlich krass, ehrlich gesagt. Entweder wir setzen nächstes Jahr auf den, wann wird er 18? 16.02., also der wird bald 18. Entweder wir setzen nächstes Jahr auf den, ist auch relativ schnell, oder wir verleihen den halt nochmal für eine Saison. Fände ich beides okay. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon das Niveau hat, um uns weiterzuhelfen, also zumindest so als Ergänzungsspieler irgendwie, aber der Junge braucht halt jetzt auch Spielzeit. Ich weiß gar nicht, was er trainiert. Habe ich den nicht eigentlich letzte Folge als Segundo Volante trainieren lassen? Glaube schon. Also ich lasse ihn einfach trotzdem nochmal als Segundo Volante trainieren, weil ich das gerne machen möchte. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder überschrieben. Und damit können wir jetzt erstmal in das Spiel gegen Bochum gehen und schauen, welche Mannschaft wir denn hier aufstellen. Eine Sache an der Taktik habe ich noch geändert. Und zwar habe ich Mats Hummels hier
als Ballspieler und Verteidiger auf Rückendeckung eingestellt. Das hat nämlich Luca kommentiert. Er fragte, ob es nicht eine gute Idee wäre, das zu machen, weil Hummels ja auch nicht der schnellste ist. Wobei es geht eigentlich, ne? Also für 35 Jahre ist er noch echt relativ fix. Aber dass er vielleicht ein bisschen weiter hinten absichert, um Steilpässen da ein bisschen vorzubeugen. Und ich glaube, das wäre gar keine so schlechte Idee. Ansonsten ist das hier das Team, mit dem ich ganz gerne reingehen würde in das Spiel gegen Bochum. Ich möchte ganz gerne mal links außen auf Duranville setzen. Der hat so ein bisschen Probleme mit der Spielfitness. Ich möchte ihn gerne fit halten, dass er mal einsatzbereit ist. Wir können Karim Adeyemi können wir dann irgendwann reinbringen. Und er wird dann im Spiel gegen Hoffenheim von Beginn an spielen. Felix Metscher erstmal auf der Bank, dafür Sabitzer. Füllkrug brand als hängende Spitze. Den habe ich ja als hängende Spitze trainiert. Mittlerweile kann er es ganz gut. Das heißt, da müssen wir auch gar keine Bauchschmerzen haben. Reus als Raumdeuter. Riasson, Hummels, Schlotterbeck, Benzebaini und Gregor Kobel. Eine ziemlich gute Mannschaft, die eigentlich gegen Bochum keine Probleme haben sollte. Let's go. Das ist ein Spiel, das wir gewinnen sollten. Sorgt dafür, dass wir das auch tun. Gegen Bochum habe ich ein bisschen Angst. Also sind, wie gesagt, immer ziemlich schwierige Spiele. Gucken wir mal, wie die Bochumer aufstellen. Und da sieht es tatsächlich dann so aus. Hofmann wahrscheinlich vorne drin. Paciencia und Hofmann, der Doppelsturm mit den beiden großen Spielern da. Aber wir haben ja eigentlich nicht eine ganz gute Defensive, die dagegen ankommen sollte. So, erste Szene, 10. Minute, Einwurf Benzebaini auf Julian Brandt. Das ist Emre Can. Can auf Sabitzer. Sabitzer, Riasson. Flanke kommt, Füllkrug, Latte. Guter Start. Starker Zweikampf hier von Marco Reus als Raumdeuter. Mats Hummels jetzt überlegt, welchen Pass er spielen könnte. Findet erstmal nur Kobel, Nico Schlotterbeck. Spielaufbau über links, über Benzebaini. Sehr ruhiger Spielaufbau. Duran will jetzt, der ein paar Meter machen könnte. Macht er auch. Brandt. Brandt über links. Könnte flanken, macht er nicht, legt ihn wieder zurück. Emre Can, der sehr weit mit nach vorne kommt, weiterhin. Can versucht's und trifft. 1:0 Emre Can. 15. Minute. Ich wollte mich eben noch darüber beschweren, dass Emre Can als tiefer Sechser so weit vorrückt, weil wir ja eigentlich da den inversen Flügelverteidiger... Wo ist denn der inverse Flügelverteidiger? Guck mal hier. Benzebaini bleibt hier hinten. Emre Can geht dafür mit nach vorne. Normalerweise soll es eigentlich... Ja, wobei Benzebaini hält hier eigentlich schon den Raum, den er halten soll. Hat Emre Can eine Spieleigenschaft, die ihm das sagt? Nee, eigentlich holt sich die Bälle weit hinten, steht hier. Keine Ahnung. Löst sich spielerisch aus der Bedrängnis, schießt kraftvolle Freistöße. Schießt kraftvoll. Ja, das hat er hier auf jeden Fall gemacht. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, warum Emre Can so weit mit nach vorne kommt. In dem Fall war es super, aber ich habe ihn ja eigentlich auch ganz gerne damit hinten drin, um mit abzusichern. Hat er jetzt in dem Fall dann nicht gemacht. Oh, und jetzt haben wir ein kleines Problem. Hoffentlich kein zu großes. Julian Brandt, Fußverletzung. Ich hoffe, er fällt nicht zu lange aus. Hat hier ein gutes Spiel gemacht eigentlich, 7,2 Bewertung. Wir bringen mal Daniel Malen. Warte mal, lass uns mal dann Füllkrug und Malen tauschen. Füllkrug als Zielspieler. Ah, das ist bitter. Das ist bitter. Das heißt auch, dass ich wahrscheinlich Angebote von englischen Milliardärsvereinen dann erübrigen werden. Je nachdem, wie lange Brandt ausfällt. Hummels jetzt über Sabitzer. Marco Reus. Marco Reus hat ihn eigentlich auf dem rechten Malen. Füllkrug! 2:0. Sehr gut. Niklas Füllkrug wechselt auf die linke Stürmerposition, macht direkt einen. Vielleicht ein Wink mit dem Soundfall. Nice. Okay, damit ist die erste Halbzeit durch. Eigentlich eine gute Halbzeit. Das einzig Blöde ist halt, dass Brandt sich verletzt hat, aber wir haben überhaupt nichts zugelassen. Können im Grunde genau so weitermachen. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu selbstgefällig werden. So, das passiert ab und zu mal. Und einfach so weiterspielen. Vielleicht relativ schnell den dritten machen. Aber jetzt kommt auch weiterhin relativ wenig von Bochum. 60 Minuten gleich durch. Die haben noch kein einziges Mal geschossen, was schon relativ heftig ist. 25 Minuten jetzt noch zu spielen. Bochum baut das Spiel auf. Vielleicht sehen wir jetzt die erste Chance von Bochum. Felix Passlack, Ex-Dortmunder, auf Takuma Asano. Paciencia, Fehlpass, Mats Hummels. Ja, das sieht nicht wirklich gut aus, was Bochum da macht. Riasson und wieder Marco Reus, über den viel zu gehen scheint. Zurück auf Hummels. Wobei eine 6,6er Bewertung für Reus gar nicht so krass. Hat mir eben in der Szene des letzten Tors aber ganz gut gefallen. Daniel Malen. Malen geht durch. Malen! 3:0. Und damit ist das Ding hier durch. 10. Saisontor von Daniel Malen. Eigentlich ist er auch der viel bessere Stoßstürmer als Haller oder Füllkrug. Haller übrigens aktuell beim Afrika Cup. Deswegen spielt der nicht. Aber Stoßstürmer ist ja auch jemand, der ja
ganz gerne mal das hier macht zum Beispiel. Und da sehe ich Füllkrug dann hier weniger. Füllkrug eigentlich der bessere, eigentlich ist die Stürmerkombination so besser. Füllkrug hier eher als die haltende Option da vorne, der die Bälle festmacht. Und Malen dann derjenige, der die Dinger macht. Wobei ich nichts dagegen habe, wenn die beide Dinger machen. Hummels auf Reus. Riasson. Wieder Reus. Malen. Füllkrug. Und kein Tor. Komm, lass uns mal wechseln. Ich nehme Reus mal runter, bringe dafür Karim Adeyemi. Außerdem kommt Reyna für Duranville. Reyna, jemand hat gefragt, ob ich eine Antipathie gegen Reyna habe. Ich weiß nicht, irgendwie lasse ich den seltener spielen als andere. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so ganz warum. Sein Profil im FM sieht super aus. Ich müsste ihn öfter spielen lassen, eigentlich. Mache ich vielleicht jetzt auch mal. Okay, Reyna links außen. Und dann bringe ich Wolf. Ich glaube, ich mache jetzt einfach meine Fünferwechsel. Und Sally Özcan kommt nochmal für Sabitzer. Özcan hat sich schon beschwert, dass er ein bisschen zu wenig spielt. Wollte jetzt eigentlich verkauft werden. Mache ich aber nicht, weil wir dann auf der Position wirklich nicht so gut besetzt werden. Wir werden immer mal wieder reinwerfen, deswegen, ich habe ihm versprochen, ihn mehr spielen zu lassen. Also werde ich ihn hier reinwerfen und dann im nächsten Spiel gegen Hoffenheim im Pokal auch von Beginn an spielen lassen. Aber das Spiel scheint jetzt hier 3-0 auszugehen. Bochum hatte keine Chance hier. Besser kann so ein Spiel nicht laufen. Gute Arbeit von jedem hier. Das war klasse. Okay, und die Bayern müssen noch spielen. Okay, ich dachte, die Bayern haben verloren. Warten wir mal den Sonntag ab und gucken dann, wie das da ausgegangen ist. Ob wir da jetzt uns vielleicht vor die Bayern setzen können. Julian Brandt hat sich den Knöchel gebrochen. Oh nein. Brandt fällt damit wahrscheinlich... Ja, was heißt wahrscheinlich? Brandt fällt für den Rest der Saison aus. Knöchelbruch. Boah. Das ist schon ein sehr hoher Preis, den wir für ein 13-0 gegen Bochum bezahlen müssen. Richtig, richtig, richtig bitter. Ja, wir schicken ihn natürlich direkt zum Spezialisten. Kostet 20.000 Euro. Wahrscheinlich ist es damit auch sein EM aus. Verliert direkt auch ein bisschen Mut. Boah, das ist hart, ey. Das ist richtig hart. Fitnessbedenken bei Benzebaini. Okay, das ist nicht so gut. Auch. Ja gut, muss Beste spielen. Das ist okay. Malen gut in Form. Das ist jetzt natürlich ein kleiner Downer, auch was unsere Chancen in der Champions League betrifft. Eigentlich in jedem Wettbewerb. Bayern haben natürlich gewonnen gegen Augsburg 3-0. Wer ist eigentlich Top-Torschütze? Karim Onisivo. Ich habe den bei Kickbase, insofern gar nicht schlecht. Philipp Hofmann, Harry Kane, 10 Tore nur. Okay. Ob sich die 100 Millionen gelohnt haben? Ich weiß ja nicht. In der Champions League bisher nur ein Tor von Harry Kane. Sind die Bayern eigentlich weiter? Ach nee, stimmt, die Bayern waren raus, ne? Die Bayern waren raus. Haben die sich für die Euroleague qualifiziert? Oh mein Gott, die Bayern sind komplett raus. Die Bayern sind letzter geworden in der Gruppe. Die haben 4-0 gegen United verloren. 4-0 gegen United verloren, sind damit komplett raus. Hinter Lazio noch, letzter. Eieieiei. Das ist schon hart. Das ist schon echt hart. Ist Tuchel noch im Amt? Ja, Tuchel ist noch im Amt, aber ich glaube einfach mal, dass es nicht mehr so lange dauert, bis der Junge dann raus ist. Also wenn sie Meister werden, dann bleibt Tuchel vielleicht, aber ich glaube, im Pokal sind sie ja auch schon draußen. Da haben sie gegen HSV, yes, gegen HSV verloren. Sehr gut. Wie geil ist das denn, ey? 92. und 94. Minute. Van der Bremt und Ferrei. Okay, das ist krass. Das muss richtig geil gewesen sein im Stadion. Ich war mit Sicherheit da. Wow. Was ein Spiel. Was ein Spiel. Also mich wundert ehrlich gesagt, dass Tuchel noch im Amt ist. Ja, aber hier steht's. Thomas Tuchel ist noch, Jobstatus ist noch stabil. Was interessant ist. Also Thomas Tuchel hat den gleichen Status bei den Bayern wie ich bei Dortmund. Eigentlich Quatsch, ne? Eigentlich Quatsch. Also nach der Saison müsste der Junge eigentlich raus. Sag ich mal so. Nico Adamczyk möchte gerne zu Ajax. Das heißt wahrscheinlich, ja, guck mal hier, nicht wirklich Potenzial. Dann schicken wir den Jungen halt doch einfach mal weg. 86.000. 40% Gewinnbeteiligung bei Weiterverkauf ist völlig in Ordnung. Kriegen wir noch was ab, falls er doch überraschenderweise Potenzial haben sollte. Ja, 3-0. Man muss wirklich sagen, vielleicht ist der Raum hier ein bisschen zu groß, ne? Zwischen Abwehr und Sturm. Aber im Grunde, guck mal, das hier sind die Durchschnittspositionen. Benzebaini soll ja eigentlich genau diesen Raum besetzen. Also sind jetzt hier die Durchschnittspositionen mit Ball. Füllkrug und Brandt stehen sich jetzt ziemlich auf dem Fuß, weil ich die beiden auch getauscht habe zwischendurch, die beiden Positionen. Vielleicht muss ich Benzebaini sogar auf Angreifen stellen, dass er wirklich in diesen Raum reingeht. Aber dann attackiert er halt auch die Box und das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Oder wir machen es ganz anders. Vielleicht machen wir es tatsächlich so. Lass ihn einfach einen inversen Außenverteidiger spielen und Emre Can einen defensiven Mittelfeldspieler auf unterstützen. Vielleicht ist das auch die Idee. Dann haben wir die Dreierreihe aus Benzebaini, Schlotterbeck und Hummels. Can und Sabitzer besetzen den Raum vor der Abwehr. Vielleicht ist die Aufteilung so dann noch ein bisschen besser. Wir werden es gegen Hoffenheim einfach mal so versuchen. Mal gucken, ob das funktioniert. Und jetzt haben wir hier zwei Spieler,
die kommen könnten. Zum einen Facundo Kruspski, den ich vielleicht nochmal ein kleines Stück lieber hätte. Das ist eigentlich, ist der Junge jetzt der perfekte Ersatz für Julian Brandt. Brandt ist verletzt, Facundo kommt. Es wäre perfekt. Ich frage mal den Vorstand, was er davon halten würde, wenn Facundo jetzt kommen würde, weil unser Budget ist ausgeschöpft. Hallo, was können wir für sie tun? Aki, Junge, wir können Großes erreichen, wenn wir in der Lage wären, Facundo zu holen. Leider können wir uns das nicht leisten, so viel Geld auszugeben. Damit ist die Sitzung beendet. Bitte verschwenden Sie in Zukunft nicht unsere Zeit mit solchen Dingen. Okay, Aki? Okay. Das ist ein bisschen bitter, ehrlich gesagt. Das heißt, wir müssen das jetzt verschieben. Ich verschiebe dann auch mal den Transfer von Nicolas de la Cruz. Wir müssten also noch einen Spieler verkaufen. Lass uns mal überlegen, wer da in Frage kommen könnte. Das Ding ist halt, unser Kader ist nicht wirklich breit. Unser Kader ist echt nicht breit aufgestellt. Ich tue mich sehr schwer damit, jetzt hier Spieler abzugeben. Es gibt zum Beispiel Salih Özcan. Das wäre okay. Ich glaube, Salih Özcan würde ich verkaufen. Wenn ich Salih verkaufen würde und dafür Facundo bekommen könnte, wäre das, glaube ich, in Ordnung. Auf der 6 wäre sehr viel besser besetzt als auf der Stürmerposition bzw. auf der 10er-Position. Ich versuche das einfach mal. Ich biete Salih einfach mal an. Er wäre sehr daran interessiert, mit einem anderen Verein zu sprechen. Der ist ja eh unzufrieden, weil er Spielzeiten möchte. Mal gucken, ob das funktioniert. Mal gucken, ob sich jemand meldet. Okay, Bichiabu würde jetzt auch kommen. Auch das verschiebe ich jetzt erstmal noch kurz bis zum Ende der Transferperiode. Mal gucken, ob wir Angebote bekommen für Salih Özcan. Übrigens, das habe ich auch noch gemacht. Das sehe ich jetzt. Das Bino Gittens habe ich verliehen. Der ist ja gerade zurückgekommen von seiner Verletzung. Ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, dass er viele Einsatzzeiten bekommt. Deswegen habe ich gesagt, komm, der Junge muss spielen. Der braucht einfach Spielzeit. Habe ihn nach Frankreich geschickt zu Straßburg. Der kann da Ligue 1 spielen. Im ersten Spiel ist er jetzt leider nur kurz eingewechselt worden in der 90. Minute. Ich hoffe mal, dass er da noch ein bisschen Spielzeit bekommt. Der gute Jamie dann zurückkommt, richtig im Saft steht und uns weiterhelfen kann. Ja, mal gucken. Also jetzt, wir brauchen das Geld aus einem potenziellen Salih Özcan-Deal, ne? Wir brauchen einfach dieses Geld. Mal gucken, ob wir da was bekommen, ob da ein Angebot reinflattert eventuell. Im Zweifel dann auch noch am Deadline-Day, den wir dann auch noch in diesem Video machen werden. Also, das wird vielleicht ein ziemlich langes Video. Trägt Salih Özcan vielleicht bald das Real Sociedad-Trikot? Es gibt Gerüchte in der Presse. Es gibt Gerüchte. Okay, Fener ist interessiert, Sociedad und Wolfsburg. Mal gucken. Ich gehe mal noch ein paar Tage voran. Bülte auf Leihbasis zu Sheffield. Das ist relativ spannend. Gibt ein Angebot? Angebot für Lotka. Was ist der Lotka? Als Ersatztorhüter? Ja, meinetwegen, das ist okay. Vielleicht mache ich auch das hier mal. Spielervermittler zum Verkauf des Spielers anstellen. Gibt es leider nichts. Es besteht Interesse am Spieler, aber Salih Özcan ist keine Priorität. Okay, dann nicht. Dann gucken wir mal. Und da kommen die Angebote. Let's go. Fenerbahce möchte 11,25 Millionen Euro bezahlen. Wir handeln noch mal ein bisschen. Ich sag mal 15 und sie nehmen es an. Okay, war vielleicht jetzt ein bisschen zu niedrig gegriffen. Also es ist immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich ein Angebot abgebe und der gegenüberliegende Part nimmt sofort an, weil es ein gutes Angebot zu sein scheint. Aber 15 Millionen fände ich tatsächlich sogar ganz okay. Warte mal, jetzt können wir nochmal bei Sociedad gucken. Die bezahlen 14,5. Ja komm, dann sag ich einfach mal 20. Okay, die lehnen ab. War dann ein bisschen zu hoch. Vielleicht sind wir mit den 15 Millionen bei Fener doch ganz gut. Vielleicht fahren wir damit doch ganz gut. Ich nehme das Angebot an. Und dann hoffe ich, dass der Deal relativ bald durchgeht. Das mit Julian Brandt, das wird dann wahrscheinlich zerschlagen haben. Salih Özcan ist jetzt zwar zufrieden mit den Einsatzzeiten, die er bekommt, aber er wird den Verein dann halt verlassen. Bevor das passiert, haben wir jetzt aber erstmal noch ein Spiel gegen Hoffenheim. Und die spielen mit einer Fünferkette. Ich kann mich daran erinnern, dass wir damit letztes Mal Probleme hatten. Ich bin jetzt erstmal sehr gespannt, wie die Taktik funktioniert, wenn wir das Ganze so angehen. Ich glaube, wir machen es dann mal so. Ich lasse Schlotterbeck mal diesen Part spielen. Wir haben ja Niklas Süle. Schlotterbeck, Süle, Hummels. Ein Dreieraufbau aus den dreien ist eigentlich ziemlich cool. Riasson über rechts. Könnte natürlich ein bisschen... Wobei, ich wollte ja eigentlich ganz gerne Filippo Mané spielen lassen, ne? Dann nehme ich mal Hummels raus, lasse Filippo Mané auf der Position spielen. Belohnen wir den mal für seine guten Trainingsleistungen. Gut gefallen hat mir Daniel Mahlen im Zusammenspiel mit Niklas Füllkrug. Mal so, Füllkrug als Zielspieler, Daniel Mahlen daneben, linksaußen erstmal Adeyemi, außerdem bringen wir Felix Metscher wieder rein und rechtsaußen Gio Reyna, da haben wir auf ein paar Positionen getauscht, Emre Can als DM auf Unterstützen, will ich mir auch mal angucken, wir könnten natürlich jetzt auch auf Karaso gehen, der wird dann aber im nächsten Ligaspiel eben wieder spielen, Riasson, Mané, Süle, Schlotterbeck, ich bin vor allem gespannt auf Mané, ich bin gespannt auf den neuen Dreieraufbau und ich bin vor allem gespannt, ob wir jetzt das Spiel gewinnen und dann hoffentlich ins Halbfinale des Pokals einziehen. Let's go! So, da kommen die Jungs. Wir gehen rein. Ich weiß nicht mehr, wie wir in der Liga gegen Hoffenheim gespielt haben. Aber ich glaube, es war nicht so gut, ehrlich gesagt. Hoffenheim fängt ja auch besser an. Die haben zumindest schon mal einen Abschluss gehabt. Wir nicht. Abschluss aufs Tor ohne XG. Interessant. Und jetzt gibt es hier einen Einwurf für uns. Riasson über rechts auf Gio Reyna, den Raumdeuter. Da ist er wieder. Reyna, das ist Daniel Mahlen. Und wir führen wieder durch Daniel Mahlen mit 1:0. Daniel Mahlen als Stoßstürmer ist, glaube ich, die Antwort, ne? Nicht Füllkrug, nicht Haller, sondern Daniel Mahlen auf der Position. Der hat halt auch richtig gute Laufwege. Riasson, schöner Ball hier auf Reyna.
Sah fast ein bisschen nach Abseits aus, ehrlich gesagt. Wir vertrauen dem Linienrichter aber mal, dass es keins war und nehme hier das 1-0 sehr, sehr, sehr gerne mit. Weiter geht's wieder über Malen, Füllkrug und Emre Can. Karim Adeyemi. Jetzt finde ich aber interessant, dass Nico Schlotterbeck hier einen geisteskrank schnellen Lauf nach vorne startet. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler sind laufend in der Vorwärtsbewegung. Mal sehen, was aus dieser Szene wird. Krass, wie weit der mit nach vorne geht. Can auf Riasson. Metscher, Reiner. Das ist wieder Riasson, guter Ball. Daniel Malen, kurze Ecke, 2-0. Ah, die rechte Seite ist so am Kochen, ne? Die ist so am Kochen bei uns. Richtig gut. Wir haben natürlich gegen die Dreierkette auf den Flügeln auch relativ leichtes Spiel. Hier Reiner hat über außen Reiner und Riasson gemeinsam. Wenn Sko hier nicht aufpasst, und das tut er in dem Fall nicht, dann haben die ein Problem. Und dass er den macht, das ist technisch auch nicht ganz so einfach. Jetzt kommt aber vielleicht mal Hoffenheim über Kader Schabek. Max Beyer und Ozan Kabak, der auch scheinbar als Halbraumverteidiger spielt. Florian Grillitsch, Anton Stach. Romanes dazwischen, sehr gut. Gio Reyna. Rechts geht wieder Riasson. Das ist wieder Riasson. Kriegt den Ball durch. Oh Junge, Malen muss ihn einfach nur in die Kurzecke spielen. Steht's 3-0. Wir spielen hier wieder absolut dominant. Also 6-2 Schüsse. Sprechen eine ziemlich klare Sprache. Und jetzt muss Gregor Kobel auch das erste Mal hin. Riasson macht bisher ein gutes Spiel. Mané fällt nicht ab. Das ist schon mal eine positive Nachricht. Achtung, Sko Freistoß. Kann er ganz gut. Trifft immer das Außennetz. Natürlich Mann des Spiels bisher Daniel Malen. So, und jetzt interessiert mich tatsächlich mal der Aufbau. Wir stehen erstmal in einer flachen Vier. Ich hoffe, ihr kennt so noch alles. Riasson. Warte mal, ich gehe mal auf eine andere Kameraeinstellung. Ich gehe mal hier auf Spielfeldrand, da erkennt man es vielleicht noch besser. Ich erkenne es zumindest ganz gut. Sorry vielleicht an die Handyviewer. Müsst ihr vielleicht ein bisschen näher ran mit dem Gesicht ans Handy. Ich stelle gleich wieder zurück. Schöner Ball wieder von Riasson auf Malen. Aber im Grunde ist es ja genau das, ne? Hier drei hinten, Schlotterbeck, Süle, Mané, Flügelverteidiger, gut, der steht jetzt hier ein bisschen tiefer, sollte dann ein bisschen offensiver stehen. Wir haben Emre Can und einen Metscher als Doppelsechs, Füllkrug als hängende Spitze oder Zielspieler und dann links außen den Flügelspieler. Eigentlich ist ja genau das der Plan. Und es sieht auch so aus, als würde es funktionieren. Reiner, Malen, versuch's nochmal. Ja, doch, ich finde das so vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil wir jetzt hier mit dem linken Außenverteidiger eher noch diese Dreierabsicherung hinkriegen, als wenn Emre Can das als tiefer Sechser macht, der ja scheinbar einen stärkeren Offensivdrang zu haben scheint. Okay, Halbzeit. Gute Leistung hier. Hat mir super gefallen. Können definitiv noch einen Gang zulegen. Wie macht sich Mané? 6,7 weiterhin. Ist okay. Wurde natürlich jetzt auch nicht so krass gefordert hier, aber im Grunde können wir das meinetwegen einfach genauso weitermachen. Eckball jetzt Hoffenheim. Schlotterbeck ist da, klärt. Zweiter Ball bei Anton Stach. Zurück auf Robert Sko. Kevin Vogt, hier hat er ganz viel Platz. Sieht er auch. Kader Schabek mit rechts. Gute Flanke, Kabak. Anschluss. Könnte Abseits gewesen sein, glaube ich. Ja, oder auch nicht. Für mich sah es ehrlich gesagt ein bisschen nach Abseits aus. War wohl keins. Ja, da sind wir nach dem Standard ein bisschen unsortiert. Ändert jetzt trotzdem erstmal nichts. Oh, Hoffenheim kommt jetzt viel besser rein. Weiß nicht genau, was sie verändert haben, aber irgendwas haben sie verändert. 70 Minuten durch mittlerweile. Vielleicht könnten wir gleich mal überlegen, durchzuwechseln. Jetzt haben wir nochmal eine Szene für uns vielleicht. Schlotterbeck auf Karim Adeyemi, der da gegen Kader Schabek nicht wirklich durchkommt. Also über links geht hier in diesem Spiel bisher noch so gar nichts. Mané auf Metscher und wieder Riasson. Wenn was geht, dann über Riasson. Flanke kommt. Füllkrug ist da. Aber leider auch Baumann. Und das hier ist übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe ja das hier eingestellt, Torwart an kurzem Abspiel hindern. Und das ist genau das, was jetzt hier vorne passiert. Füllkrug stellt hier den zentralen Innenverteidiger vor. Adeyemi deckt den Flügelspieler. Doch der Flügelspieler wird gedeckt. Das heißt, die Mannschaft versucht aktiv zu verhindern, dass der Torwart hier Anspielstation in der Defensive hat. Wir versuchen also, den Gegner daran zu hindern, einen geordneten Aufbau hinzukriegen. Und deswegen muss jetzt auch, oder deswegen spielt Baumann einen langen Ball, den wir dann hinten hoffentlich mit unseren drei Innenverteidigern auffangen können. Das ist so ein bisschen der Plan hinter der
Spielereinstellung. Das Problem ist nur, dass er auf Weghorst steht. Mané holt sich den Ball aber sehr gut. Adeyemi. Oh, der jetzt hat ein Matcher Platz. Jetzt hat er Platz. Da ist wieder Riasson. Das ist Reyna. Malen. Hattrick Daniel Malen. Es ist zu einfach für ihn. Es ist einfach zu einfach für Daniel Malen. Richtig schön gespielt über Reyna. Erst Matcher. Dann Riasson. Reyna sieht dann hier die Lücke für Malen. Geht vorbei mit einem kurzen Antritt an Kevin Vogt. Und macht hier das 3:1. Und damit sollte es hoffentlich durch sein. Wenn wir jetzt nicht noch ein Tor bekommen. Alter, Riasson. Was macht er da rechts außen für ein Spiel? Das ist ja der Wahnsinn. Wieder Malen. Adeyemi. Karim Adeyemi kann flanken. Macht er auch. Füllkrug hat noch keinen. Jetzt hat er einen. 4:1 liegt das Füllkrug. Sehr nice. Das heißt, wir können mal ein bisschen durchwechseln. Lass uns mal die Jungs bringen, die keine Chance bekommen haben jetzt. Duran Will kommt rein für Adeyemi. Füllkrug nehmen wir raus. Dafür kommt nochmal Marco Reus rein. Lassen wir dann lieber hängende Spitze spielen. Außerdem Sabitzer. Ich mache wieder einen entspannten Fünferwechsel. Und Riasson kriegt ebenfalls eine wohlverdiente Pause. Komm, Malen spielt mal durch. Vielleicht macht er noch ein, zwei Dinger. Der scheint heute richtig viel Spaß zu haben. Aber damit ist das Spiel für mich eigentlich abgehakt. Ich freue mich, wenn ich noch ein paar Tore sehe. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und es scheint so zu laufen, dass wir keine Tore mehr sehen. Es steht 4:1 und das Spiel ist vorbei. Absoluter Spieler des Spiels, natürlich Daniel Malen. Ganz, ganz, ganz starke Vorstellung von uns. Wir haben zwischendurch ein bisschen was zugelassen. In der Phase, in der dann auch das Tor gefallen ist. Aber im Großen und Ganzen war es ziemlich dominant. Und was hier wieder super gut funktioniert hat, war eben die Chancenverwertung. 6 Schüsse aufs Tor, 1,67 XG und daraus schießen wir dann 4 Tore. Gute Arbeit von jedem hier, das war absolut klasse. Let's go, weiter geht's. Halbfinale DFB-Pokal. Wir fahren nach Berlin, hoffentlich. So, dafür bekommen wir nochmal 1,4 Millionen Euro. Auch das zählt nicht rückwärts. Malen ist gut in Form, den Jungen loben wir dafür natürlich gesondert nochmal. Star des DFB-Pokalspiels, so sieht's aus. Und dann geht's jetzt hier ab in den Deadline-Day. Wir haben mehrere Transfers, die in der Schwebe hängen, wie ihr wisst es, wie Krupschi, wie De La Cruz zum Beispiel und dann eben auch der Junge, der uns noch verlassen wird, hoffentlich, mit Salihoudjian. Geht Salihoudjian noch, bevor das Transferfenster schließt? Ja, gute Frage. Romain Gouliot. Ich sage mal, ja, hoffentlich. Ich hoffe, er verlässt uns noch. Schauen wir mal. Last-Minute-Wechsel. Arsenal hat wegen einer Leihe angefragt. Das ist relativ wild. Die wollen ihn dann kaufen für 20 Millionen. Also das ist ja absoluter Quatsch. Er möchte lieber zu Chelsea. Also auf gar keinen Fall. Abdoulaye Kamara könnte zu Gladbach gehen. Kann da was? Ja, da kann was. Den möchte ich... Bis wann hat er Vertrag? Bis 25, okay. Den möchte ich gerne behalten. Den schauen wir uns nochmal an. Was ebenfalls dann wahrscheinlich in der nächsten Folge passieren wird, ist der Youth Intake. Auch das werden wir uns anschauen. Also da kommen dann die besten Spieler der U-Jahrgänge zu uns in die U19. Wir können sie uns anschauen. Spieler unter Vertrag nehmen oder auch nicht. Vielleicht kriegen wir den nächsten Filippo Mané da in der Jugend. Das wäre ganz cool. Wir können uns überlegen, ob wir ihn vielleicht verleihen wollen jetzt für den Rest dieser Saison. Ich glaube, wir machen das nicht. Wir behalten den Jungen mal. Adamczyk geht. Okay, aber jetzt werde ich so langsam nervös. Ich hoffe, dass der Özcan-Deal so langsam mal durchgeht. Okay, abgelehnt. Brand wird den Wechsel nicht abschließen können. Ja, das ist richtig. Das ist aber auch nicht schlimm. Also es ist schlimm, dass er verletzt ist, aber ich finde es gut, dass er bleibt. Einigung auf Vertrag mit Pudel nicht möglich. Ja, das ist okay. Aspria, den fand ich auch relativ spannend. Angebote für Kamara, nein und nein. 1,4 Millionen, 1,8, das ist schon relativ gut. Es sind noch 4 Stunden, Leute. Es sind noch 4 Stunden. So langsam werde ich wirklich nervös. Was ist denn hier mit Sali? Der Vertrag wird immer noch verhandelt hier, ne? 4 Stunden noch. Schließ das Ding mal ab. Was soll denn das? Aspria geht zu Hoffenheim, ist mir alles völlig egal. 2 Stunden noch. Angebot für Kamara. Tell lotet die Option für einen Wechsel aus. Okay, interessant. Können wir uns im Moment eh nicht leisten. Aber Tell würde ich nehmen, ganz ehrlich. Nee, Kamara bleibt. Henry Blank behalten wir auch mal. Drück jetzt nochmal auf Fortfahren. Problem mit Süle. Süle sagt, er spielt zu wenig in der ersten Mannschaft. Das tut mir leid. Ich werde ihm die gewünschten Einsatzzeiten geben. Das ist völlig okay. Jetzt möchte ich aber auch unbedingt mal den Deal mit Salihoudjian sehen. Sonst kriegen wir unsere Transfers nicht mehr durch. Dann kriegen wir Krupschi nicht mehr durch. Und ich glaube, das wird nichts, ehrlich gesagt. Ich drücke jetzt nochmal auf Fortfahren. Letzte Stunde läuft ab. Ja. Leider klappt es nicht. Der Krupschi-Transfer und der De La Cruz-Transfer beide abgesagt, weil wir nicht die Mittel haben. Weil Fenerbahce den Deal nicht abschließt. Wahrscheinlich haben die in der Türkei noch ein bisschen längere Transferphase oder sowas. Aber das ist relativ bitter. Ja, ich werde trotzdem versuchen, die beiden zu holen. Dann aber eben erst zur neuen Saison. Zumindest einen von beiden. Also Krupschi werde ich auf jeden Fall holen. De La Cruz schauen wir nochmal. Ah, Mann, das ist ärgerlich. Ich hätte ja gerne jetzt schon gehabt. Dafür nehmen
nehmen wir dann aber, glaube ich, Bichiabu mit. Mané spielt dann erstmal nochmal ein bisschen zweite Mannschaft, das ist auch okay. Dann haben wir Bichiabu als neue Option für die Innenverteidigung. Ja, Blank behalten wir, Kamara behalten wir und damit ist die Transferphase im Grunde durch. Bichiabu registrieren wir direkt mal. Ja, Transferfrist endet. Das ist der letzte Deal, der jetzt durchgegangen ist. Immerhin haben wir damit nochmal einen neuen Innenverteidiger bekommen. Ja, schade, ey. Schade. Ich hätte gerne noch einen dieser beiden Spieler bekommen. Ja, damit war es für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann zum Champions League Achtelfinale. Mal gucken, ob wir beide Spiele machen oder auch nicht. Und dann schauen wir nochmal, gegen wen wir im Pokal spielen, im Halbfinale. Ich freue mich darauf, wenn es weitergeht. Ihr könnt hier auf die nächste Folge klicken, wenn sie schon da ist. Bis dann. Haut rein. Todd Bowley müsste eigentlich die Kohle haben.